Das ist Cutter. Cutter mag viele Dinge, auch Laptops. Zum Beispiel dieses silberne Laptop oder auch dieses kleine schwarze Laptop. Natürlich mag Cutter auch Tablets und so weiter. Ganz besonders mag Cutter jedoch ihr Smartphone, dem sie immer und überall online sein kann. Cutter mag natürlich auch Kabel. Und so richtig gut findet sie Ladekabel, zum Beispiel für ihr Smartphone. Irgendwie scheint Cutter eine echt nette zu sein. Ist sie ja eigentlich auch. Nur wenn es um Datenschutz geht, dann kann Cutter manchmal sogar richtig garstig werden und sagt: Meine Daten gehören mir. Cutter findet es voll blöd, wenn Staat und Wirtschaft alles über sie und ihre Freunde wissen wollen. Vor allem, wenn es um Dinge geht, die niemand etwas angehen. Solche Informationen, wann Cutter mit wem von wo telefoniert oder wo sie sich gerade befindet, wenn sie eine SMS auf ihrem Smartphone tippt. Mit wem Cutter per E-Mail kommuniziert, welche Seiten sie im Internet ansurft oder wo sie vielleicht online einkauft. Daher kämpft Cutter als überzeugte Datenschützerin für den Schutz ihrer Daten und den Schutz der Daten aller Bürger. Und wie macht Cutter das mit dem Datenschutz? Cutter organisiert große Demos. Dort vertritt sie ihre Meinung, zum Beispiel mit riesigen Pappschildern. Dann sammelt Cutter auch viele, viele Unterschriften auf Unterschriftenlisten. Diese Listen mit den Unterschriften reicht sie dann in Karlsruhe ein, damit sich etwas verändert. Zusammen mit anderen Datenschützern belagert Cutter auch Sitzungen von Politikern und sagt ihnen, dass es nicht okay ist, was die so alles mit den Daten machen. Richtig sauer wurde Cutter bei den Vorlagen für das Meldegesetz. Bei diesem Gesetz wollte der Staat erlauben, dass Adresshändler Daten über die Bürger bei Meldeämtern kaufen können, ohne dass die Bürger vor dem Verkauf ihrer Daten überhaupt gefragt werden. Noch schlechtere Laune bekommt Cutter bei der Vorratsdatenspeicherung. Da will der Staat alle Kommunikationsdaten von allen Bürgern speichern, auch von Journalisten, Ärzten, Rechtsanwälten, ja sogar von Geistlichen. Einfach so. Der Staat sagt, das wäre wichtig für die Verbrechensbekämpfung. Cutter sagt aber: Das ist Quatsch. Prävention geht anders. Einige Politiker, vor allem einige Innenminister, wollen auch noch, dass vieles, was draußen passiert, auf Video aufgenommen wird. Aber auch hier sagt Cutter: Das ist Quatsch. Prävention wäre besser. Cutter findet es enorm wichtig, dass sich Bürger informieren, um diesen Wahnsinn zu verhindern. Auch du kannst dich informieren. Zum Beispiel auf der Internetseite der Piratenpartei. Natürlich findest du dort auch das Wahlprogramm, über das du dich besonders umfassend informieren kannst.